O meine Diener, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, welche der Diener? Jene, die sich gegenüber maßlos gewesen sind. Jene, die sich selbst geschadet haben. Die sich selbst massiven Schaden zugefügt haben, indem sie ein Leben in Sünden leben. Indem sie ein hoffnungsloses Leben führen. Ein Leben voller Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Indem sie einen Lifestyle leben, der ihnen erheblichen Schaden zufügt. Die Gelehrten haben jedoch auf etwas sehr Schönes hingewiesen. Allah subhanahu wa ta'ala nennt sie dennoch meine Diener. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dennoch meine Diener. Trotz der massiven Sünden haben wir eine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah spricht über diejenigen Menschen, die vielleicht die größten Sünder sind. Über jene, die auf sehr dünnem Eis wandeln. O meine Diener. Jene, die alle Grenzen sich gegenüber überschritten haben. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen eine Anleitung. Er verbietet etwas. Niemals, nie und nimmer sollt ihr die Hoffnung auf Allahs Gnade verlieren. Allah sagt, dass es unter keinen Umständen erlaubt ist, die Hoffnung auf seine Gnade zu verlieren. Aber warum? Weil wahrlich Allah vergibt alle Sünden. Weil er und nur er subhanahu wa ta'ala definitiv allzeit vergebend ist und immer barmherzig. Nichts ist ihm unmöglich und nichts außerhalb seiner Reichweite. Allah kann alles vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala ist so barmherzig, so vergebend, so gütig, dass selbst im Koran, wenn Allah Zawajal über seine Fähigkeiten zu vergeben spricht, nennt Allah subhanahu wa ta'ala drei seiner Attribute über die Vergebung, die dieselbe Wurzel besitzen. Das Wort Ghafara, was so viel bedeutet wie bedecken, das bedeutet, eine Sünde zu vergeben, als sei sie niemals geschehen. Aber er subhanahu wa ta'ala nennt das auf drei verschiedene Arten. Einerseits bezeichnet sich Allah subhanahu wa ta'ala als Ghafir, was bedeutet, jener, der vergibt. An anderer Stelle bezeichnet sich Allah subhanahu wa ta'ala als Ghaffar, was bedeutet, jener, der uneingeschränkt vergibt, dessen Vergebung keine Grenzen kennt, der auch dann vergeben kann, wenn die Sünden zahllos werden. Die dritte Bezeichnung, die sich Allah subhanahu wa ta'ala gibt, ist Ghafur, jener, der ständig vergibt. Er vergibt sofort. Er vergibt grenzenlos und er vergibt ständig. So ist Allah subhanahu wa ta'ala. Seine Gnade umfasst und umgibt alles.